Ja, schönen guten Abend hier zum zweiten Mal vor der Kamera an diesem Tag, wo es ja überall brennt. Heute Vormittag war der Bürgermeister von Borkheide vor der Kamera, der noch nichts wirklich Genaues sagen konnte. Die Entscheidungen sind heute am Tage gefallen. Wir sitzen jetzt hier im Amt Brück, haben einmal die Sachgebietsleiterin Ordnung und Soziales, die Laura Laschinski, hier sitzen und einmal die Kämmerin Melita Böse und natürlich den Amtsdirektor höchstpersönlich, Marco Köhler, vor der Kamera. Herr Köhler, vielen Dank, dass wir hier so abends nochmal stören durften. Ihr habt sicherlich viel zu tun momentan, wenig Zeit für sowas. Wir hätten also ein paar Fragen von Borkheide, für Borkheide natürlich auch für alle anderen hier im Amtsbezirk, sagt man das so, Brück. Im Amtsbereich Brück. Im Amtsbereich Brück. Ja, nee, gerne und herzlich willkommen hier bei uns. Ist tatsächlich so, Freitagabend ist es eigentlich nicht üblich, dass die Büros hier im Haus noch besetzt sind, aber wir haben eine besondere Situation und tatsächlich auch viel Arbeit. Ist unbestritten so. Wir sind aktuell in vielen Punkten, die wir hier im Haus nahezu täglich mit unserem am Montag schon eingerichteten Krisenstab besprechen, in vielen Punkten beim Improvisieren. Das gehört zur Ehrlichkeit hinzu. Keiner, weder wir und man sieht auch die Landespolitik und auch die Bundespolitik haben mit solchen Situationen tatsächlich Erfahrungen. Es gibt Ideen, es gibt Pläne, aber Situationen wie diese gab es in der vergleichbaren Form noch nicht. Das heißt, wir versuchen so viel wie möglich gute und richtige Entscheidungen zu treffen, sind uns aber sicher, dass einiges von dem, was wir aktuell entscheiden, retrograd später als falsch betrachtet wird. Aber auch die Dinge nehmen wir aktuell in Kauf, weil ich der Auffassung bin, nur nicht getroffene Entscheidungen sind falsche Entscheidungen und alles andere kann man hinterher wieder regeln und gerade biegen. Es ist tatsächlich so, dass wir uns die letzten 3-4 Tage nahezu ausschließlich mit der Gesamtthematik Corona, weitere Ausbreitung und wie können wir unsere Bürger schützen, aber auch informieren, beschäftigen. Mhm. Und das, was wir hier machen, ist auch klassisch Krisenmanagement, weil Kommunikation ist dabei wichtig. So viel wie möglich Informationen an den Bürger geben, um zu sagen, das ist der Stand und das haben wir vorgesehen und haben wir geplant. Mhm. Bis heute Mittag war es tatsächlich alles noch komplett unübersichtlich, weil es auch keine Vorgaben und Leitlinien aus der Landes-, aber auch Bundespolitik dazu gab. Mittlerweile gibt es Entscheidungen, auf deren Grundlage wir auch weitere Entscheidungen treffen können und auch getroffen haben. Hier haben wir uns auch am heutigen Vormittag in Benitz-Heilstätten auf Einladung des Landkreises gemeinsam mit allen Ämtern und Kommunen, dort waren alle Amtsdirektoren, Amtsdirektoren und Bürgermeister des Landkreises auf Einladung des ersten Beigeordneten, den stellvertretenden Landrat Stein, und haben uns abgestimmt zu einem weitestgehend gemeinsamen Vorgehen und weitestgehend gemeinsamer Kommunikation nach außen. Weil meines Erachtens es wichtig ist, dass der Bürger merkt, dass wir einen Plan haben und dass wir gemeinsam gleiche oder ähnliche Entscheidungen treffen und diese auch gleich kommunizieren. Das war mir persönlich wichtig, habe ich heute auch da zum Ausdruck gebracht. Wir haben als erstes heute auch mit unseren Mitarbeitern festgelegt, dass ab Montag, und das wäre die erste wesentliche Information, unsere Amtsverwaltung für jeglichen Besucherverkehr und jeglichen Kundenverkehr grundsätzlich geschlossen ist. Das ist eine neue Situation, das heißt, alle unsere beiden Gebäude, die wir haben, Gebäude 1 als auch der Bürgerservice, werden tatsächlich abgeschlossen sein. Dann gibt es auch Hinweiszettel, auf diesem Hinweiszettel an den Türen gibt es auch eine Telefonnummer, also wenn jemand hierher kommen kann, auch mit dem Handy diese Telefonnummer anrufen, da sitzt auch jemand, definitiv jemand. Da wird eine Entscheidung getroffen, gibt es jetzt einen persönlichen Termin oder wird dem Bürger mitgeteilt, kommen Sie später wieder, ist aktuell nicht so wichtig. Bei wichtigen Dingen werden wir eine Möglichkeit finden, miteinander zu kommunizieren. Auch wesentliche Dinge wie im Einwohnermeldeamt, wenn dringend ein Reisepass oder ein Personalausweis benötigt wird oder auch im Standesamt Beurkundungen vorgenommen werden müssen, diese Dinge werden wir sicherstellen. Wir werden Lösungen finden, auch den Bürgerkontakt in der Form sicherzustellen, dass keine Ansteckung oder ähnliche Dinge dort vorgehen können. Hinzu haben wir entschieden, dass wir uns vorbereiten, den Großteil der wichtigsten Arbeiten, das wird ja nicht alles sein für den Fall, dass die Verwaltung hier ausfällt,
in Homeoffice durchzuführen. Das heißt, dass die Mitarbeiter, wir haben die in Lage versetzt, die wichtigsten Dinge von zu Hause arbeiten zu können. Wir haben noch andere interne Entscheidungen getroffen, die auch viel mit Improvisieren zu tun hat, dass Mitarbeiter zum Beispiel im Zweifelsfall ihre Kinder mit hierher bringen können und wesentliche Dinge hier abarbeiten können. Wie gesagt, wir bewegen uns da, wir versuchen so viel wie möglich Möglichkeiten zu schaffen, um dann zum Schluss immer noch einen Ausweg zu haben, dass es funktioniert. Wir haben jetzt aktuell vor wenigen Minuten unsere zweite Pressemitteilung rausgegeben. In dieser Pressemitteilung haben wir nochmal darauf hingewiesen, dass entgegen aller Gerüchte aus der Mittagszeit ab Montag die Schulen und Kitas im Land Brandenburg nicht geschlossen sind. Genau, also Montag, Dienstag ist definitiv offiziell noch Schulunterricht. Und auch die Kitas. Und die Kitas und Hort. Ausgenommen, Hort natürlich auch ausgenommen. Und dann muss man immer sagen, gibt es jetzt in irgendeiner Einrichtung, in einer Schule, in einer Kita, in einem Hort einen Verdachtsfall oder eine tatsächliche Infektion? Und das Gesundheitsamt entscheidet, unabhängig von der Entscheidung, die jetzt getroffen wurde, dass aus Gründen der Gesundheitsgefahr eine Einrichtung geschlossen werden kann. Das kann auch schon Montag oder Dienstag passieren, ja. Ist aber nicht die aktuelle Situation. Wir gehen davon aus, dass Montag und Dienstag ein regulärer Betrieb ist und den stellen wir auch ganz normal sicher. Jeder kann Montag mit seinen Kindern zur Kita kommen, zur Schule kommen oder die dorthin schicken und es ist, als ob nichts wäre. Dann hänge ich auch gleich mal ran. Ab Mittwoch sind Schulen, Kindergärten geschlossen. Was passiert mit den Kindern, die zu Hause keine Bezugspersonen haben, die sich um die kümmern können? Gibt es da irgendeine Lösung oder dergleichen mehr? Also wir haben ja schon vor einigen Tagen, aber auch fortlaufend, die Eltern gebeten und es ist ein ganz schwieriges Thema. Ich bin auch selber Vater und von 4 Kindern, ich weiß, wie kompliziert es ist. Wir haben darum gebeten und daran appelliert, jetzt schon, und die Lage ist ja auch seit ein paar Tagen bekannt, zu Hause zunächst nach gemeinsamen Lösungen zu suchen, dass man Rückfallebene hat. Aber nichtsdestotrotz haben wir einen Auftrag, eine Aufgabe und eine Verpflichtung als Verwaltung und der werden wir auch gerecht. Wir haben aktuell den ersten Entwurf eines Notfallplans zur Notbetreuung der Kinder entworfen. Und hier fokussieren wir uns in erster Linie auf die Kinder, wo die Eltern, beispielsweise Eltern, wo die Eltern als Ärzte arbeiten, als Krankenschwester arbeiten, als Feuerwehrleute, Polizisten, also alles, was tatsächlich wichtige, kritische Infrastruktur ist, was weiter funktionieren muss. Das werden im Einzelfall Einzelfallentscheidungen sein. Also ja. Wir werden das auch unbürokratisch lösen. Wir werden ein Dokument entwerfen. Also werden ihr Eltern jetzt nicht zwingen, bringt uns bitte vom Arbeitgeber einen Nachweis, dass ihr Arzt seid oder wie auch immer. Also dass sie unverzichtbar auf der Arbeitsstelle sind. Das praktisch. Ist mir zu bürokratisch. Wir werden von uns etwas vorbereiten, wo die Eltern einfach mit einer Unterschrift uns das versichern. Ja, okay. Dass das notwendig ist. Und auch vielleicht darüber hinaus werden wir andere Möglichkeiten finden. Das abschließende Konzept werden wir am Montag mit allen Kita-Leiterinnen und den ehrenamtlichen Bürgermeistern hier im Haus final abstimmen, um einfach noch andere Meinungen zu hören, weil vom grünen Tisch und in der Verwaltung sind Entscheidungen einfach zu treffen. Vielleicht gibt es Dinge, die wir noch gar nicht betrachtet haben und das wollen wir am Montag gemeinsam abstimmen, um dann ab Mittwoch in diesem Modus grundsätzlich geschlossene Einrichtung, aber Notfallbetreuung gehen zu können. Da werden wir aber auch rechtzeitig informieren, wie wir das umsetzen und wie das konkret aussehen wird. Okay, das sind die Kindergeschichten. Dann hätte ich gleich noch weitere Fragen, und zwar zu Veranstaltungen. Sind ja nun im Frühjahr immer eine Menge Veranstaltungen überall in den Orten. Und man konnte ja lesen, dass Beelitz da schon ein bisschen vorgaloppiert ist und Osterfeuer und dergleichen abgesagt hat. Wie sieht es jetzt in den anderen Orten aus? Wir haben für die Gemeinden im Amtsbereich Brück auch, und das haben wir in der ersten Pressemitteilung schon bekannt gegeben, sämtliche Osterfeuer werden von uns, wenn sie beantragt werden, nicht genehmigt. Wir haben alle öffentlichen Veranstaltungen zunächst bis zum 13.04., das ist das richtige Datum, ne? Bis zum 13.04. April, ja, Ostern. Bis zum 13. Ja, also bis nach Ostern, ich weiß nicht, ob tatsächlich der Tag jetzt, der Datum stimmt, aber bis nach Ostern untersagt. Private Veranstaltungen habe ich natürlich keinen Einfluss drauf. Da kann ich nur an alle appellieren, ihr solltet es überdenken, ob es notwendig ist, es durchzuführen. Wir sollten nicht nur an uns denken, sondern insbesondere die, wie es aus der Presse auch bekannt ist und auch vom Robert-Koch-Institut bekannt gegeben wurde, gerade ältere Personen oder vorerkrankte Personen, für die kann die Krankheit durchaus gefährlich sein. Und die sollten wir bei solchen Veranstaltungen schützen. Und deswegen sollten auch private Veranstalter darüber nachdenken, tue ich das, mache ich das oder
sage ich es ab. Private Veranstalter meine ich wie Familienfeiern in Gaststätten oder ähnliches. Mhm. Ja? Mhm. Alle anderen Veranstaltungen, auch mit öffentlichem Charakter, sind abgesagt, werden nicht durchgeführt. Und wie man gestern gelesen hat, haben wir auch schon darüber hinaus, über dieses Datum hinaus, Veranstaltungen abgesagt. Wie beispielsweise das alljährliche Frühlingsfest des Amtes. Ja. Weil dazu sind ja auch Vorbereitungshandlungen und auch Kontakte zu Dritten notwendig. Zum einen, denke ich, haben wir andere Probleme. Diese Kontakte sollten wir vermeiden. Und wir sollten auch nicht jetzt Kosten produzieren, wo wir dann 2-3 Tage vor dem 25. April, wo das Frühlingsfest gewesen wäre, glaube ich, auch das richtige Datum, dann feststellen müssen, wir können es doch nicht durchführen. Deswegen habe ich gestern auch in Abstimmung mit dem Vorstand des Tourismus Fleming die Entscheidung getroffen, dass wir auch das Frühlingsfest absagen. Mhm. Weiterführend haben wir darauf hingewiesen, dass davon auszugehen ist, dass ich Montag, Dienstag mich spätestens dazu entscheiden werde, dass ich auch sämtliche öffentliche Gebäude wie Gemeindehäuser und Sporthallen für die allgemeine Nutzung sperren werde. Mhm. Für schulische und behördliche Zwecke kann sie weiter genutzt werden, in welcher Form es dann noch notwendig sein wird. Aber für alle anderen Dinge werde ich die Nutzung dann zunächst untersagen. Mhm. So ist der aktuelle Stand. Die Entscheidung ist noch nicht abschließend getroffen. Ich möchte mich noch mit dem Bürgermeister nochmal abstimmen. Mhm. Aber ich glaube, die Sicherheit und die Gesundheit unserer Bürger sollte im Vordergrund stehen. Und dann muss man auch mal solche Entscheidungen treffen. Dann noch eine andere Frage. Gibt es Überlegungen, Firmen zu unterstützen, die jetzt Probleme kriegen? Ich meine, wir reden da auch in Brockheide mit Firmen, beziehungsweise haben uns auch Firmeninhaber angesprochen, die gesagt haben, ja, wir wissen jetzt gar nicht, wie es weitergeht. Wir haben unsere Mitarbeiter, die Kundschaft kommt nicht mehr. Und gibt es da jetzt vom Amt direkt Unterstützung oder irgendeine eine Planung oder so, oder geht das sowas alles vom Bund aus direkt oder vom Land? Das sind tatsächlich finanzpolitische Entscheidungen, ja, die wir auch nicht zu treffen haben. Und selbst wenn wir sie treffen würden, also wir hätten auch gar nicht die Möglichkeit dazu. Okay, also ja, mit dem Amt hat das eher weniger zu tun, die Organisation. Trotzdem biete ich auch da an, wenn es dort Fragen und Probleme gibt, können die Firmen sich auch gerne an uns wenden. Mhm. Und im Zweifelsfall können wir möglicherweise unterstützen oder Kontakte knüpfen, welche Möglichkeiten es dort vom Bund und Land dafür gibt. Also Unterstützung in Form von Beratung für sowas wäre auch eventuell. Beratung, obwohl da gibt es, glaube ich, noch Industrie- und Handelskammer und Handwerkskammer und so. Die. Also ich würde noch nicht mal so weit gehen, dass ich sagen würde, wir beraten dazu. Ich glaube, die Expertise, selbst die fehlt bei uns. Mhm. Wir könnten aber sagen, wendet euch doch an den. Mhm. Dass man zumindest sagt, dass der Kontakt, da kann euch helfen. Mhm. Dann habe ich noch eine Frage, und zwar die, glaube ich, so ein bisschen dringend ist, weil die meisten Leute gar nicht wissen, was sie machen sollen. Gesetzt dem Fall, ich erkranke jetzt an Corona. Hm. Wohin wende ich mich? Ich lese immer, man darf sich nicht an Ärzte wenden. Doch. Oder doch wenden schon, aber nicht hingehen. Und. Gibt es da irgendeinen Notfallplan, Ablaufplan, wie sowas funktioniert? Wenn ich jetzt sage, ey, mein Nachbar, der sieht so fiebrig aus, was macht der? Kann jetzt nicht raus. Wie kriegen wir das jetzt organisiert? Wie funktioniert sowas? Also auch wenn ihr, die Bürger, alles online findet in den Medien, haben wir auch nochmal auf unsere Homepage gestellt, wo man sich hinwenden kann. Und man merkt ja nicht, man weiß ja nicht, dass man an Corona erkrankt ist. Ja. Man wird erkältet sein oder man wird denken, man hat eine Grippe. Und dann ist die Ausrichtung so, bitte nicht zum Arzt gehen, sondern den Hausarzt zunächst anrufen, mit dem Hausarzt das weitere Vorgehen besprechen. Und die Hausärzte sind genau die Fachleute, die wissen, was dann zu tun ist. Okay, also nicht selbstständig lostrampeln und sich einen Arzt suchen oder ins Krankenhaus marschieren, sondern tatsächlich Telefon nehmen, anrufen. Ja, im Zweifelsfall, sind wir doch mal ehrlich, natürlich will man als erstes zum Arzt oder zum Krankenhaus im schlimmsten Fall, weil man will dahin, wo einem geholfen wird. Ja. Aber man muss darüber nachdenken, wenn ich dann tatsächlich Corona haben sollte und ich gehe in so eine Arztpraxis, dann habe ich auch niemandem geholfen, wenn ich den Arzt anstecke und die 20 anderen, die hustend mit im Warteraum sitzen. Also bitte die Empfehlung, die es auch vom Robert-Koch-Institut dazu gibt, zuerst den Hausarzt anrufen, dann mit dem Hausarzt beraten, und in der Regel hat man ja nicht Kontakt mit dem Hausarzt, sondern mit einer Schwester, also mit dem Personal aus der, und die wissen genau, was zu tun ist, und dann wird man auch vernünftig beraten und dann kriegt man auch Hilfe.
Okay, ich glaube, wir haben so grob erstmal alles umrissen, was machbar war. Wir haben die Pressemitteilung ja bekommen. Wir werden die natürlich auch in den sozialen Medien mit verbreiten. Das ist natürlich jetzt überhaupt der Dreh- und Angelpunkt. Über die sozialen Medien erfährt man ja momentan alles Neue, was dazu gibt. Wir haben immer direkten Kontakt zum Amt und zum Bürgermeister, kriegen sämtliche Infos, die nötig sind. Also Spekulationen sind ja über die sozialen Medien schon genug gelaufen. Das wollen wir nicht unbedingt unterstützen, weil wir warten dann wirklich, bis die aktuellen Infos kommen. Gibt es jetzt noch was, was wir so nicht auf dem Plan hatten, was die Bürger eventuell wissen müssten von Ihnen oder von Ihnen eventuell? Ich weiß es nicht. Also ihr seid ja, sitzt ja eh so immer zusammen am Tisch und macht was wir noch nie gemacht haben hier, ne, in Deutschland. Da eigentlich mal ein Land lahmlegen irgendwie. Kann man ja fast so sagen. Aber ich glaube, wir waren durch. Ne? Also wichtig ist, alles, was wir machen, alles, was auch andere Behörden machen, soll keine Panikmache sein. Da gibt es auch keinen Grund zu, Panik zu machen. Wichtig ist, dass man jetzt die Ausbreitung zunächst mit den Maßnahmen, die wir treffen, diese klassische Kurve, ich glaube, das ist auch schon ein paar Mal im Internet, diese Kurve erstmal abzuflachen, dass nicht zu viele gleichzeitig krank werden, die Gesundheitssysteme nicht überfordert werden. Und das ist das Wesentliche. Ein Grund für eine Panik gibt es meines Erachtens nicht. Mit allem, was ich weiß und was ich einschätzen kann, werden wir das alle gut überstehen. Jetzt heißt es, vernünftig zu sein, mal zurückzustehen und auf Dinge zu verzichten. Das können wir alle. Und hinterher müssen wir schauen, was ist passiert. Ich denke, die wirtschaftlichen Auswirkungen werden schlussendlich die wesentlichen Dinge sein, die uns beschäftigen werden in den Wochen und Monaten danach. Darauf sollten wir uns dann konzentrieren, aber jetzt nicht darüber ärgern, dass beispielsweise die Turnhalle mal nicht genutzt werden kann, weil und ich nicht Tischtennis spielen kann. Das sind Dinge, die darauf können wir auch mal verzichten. Ja, denke ich mal auch. Jo, wir haben es gehört. Vielen Dank an Ihnen dreien, dass wir hier nochmal abends, so Freitag hier vorbeikommen konnten und dass ihr so mal live Rede und Antwort gesprochen habt zu den Problemen der Leute. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Wie gesagt, Infos kriegen wir. Wir schauen, jetzt kommt ein schönes Wochenende mit Sonnenschein. Ich glaube, das können wir genießen. Ne? Vielen Dank und Ihnen einen schönen Abend und schönes Wochenende. Tschüss! Prima, danke.